Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Oh je, ein Kopfgeld von 190 Dollar. Was ist da denn passiert? Ich glaube, das war der Zwischenfall mit Micah. Der macht zwar nicht das Würstchen, mir aber das Leben schwer. Oh je, da müssen wir wieder Geld verdienen. Obwohl, ich glaube, wir haben auch noch einen Goldbarren in der Gefängnisbrieftasche. Ganz tief im Arsch stecken. Den können wir, glaube ich, noch verkaufen. Das sind zumindest 500 Dollar. Boah, Pferd ist gewaschen. War überraschend tief hier. Arthur gleich mit. Das ist doch nichts Schlechtes. So, und jetzt ist die Frage, was wir tun. Ich möchte heute auf jeden Fall den Zug überfallen. Wäre die Frage... Hey, da braucht jemand Hilfe. Ich eile zur Rettung. Denke ich mal. Ich treffe mich. Halt mal still, Pferd. Halt mal still. Oh oh. Oh oh. Schieß. Hab ich's geschafft? Na, also. Halb so wild. Ein Puma-Biss. Was hilft da? Kidneybohnen auf jeden Fall. Beste Heilmittel gegen Raubtier-Katzenbiss. Ja, nein, das nicht. Ja, gern geschehen. Gerne wieder. So, als ob nichts passiert ist. Ich glaube, das Fell von dem Kollegen ist auch nicht mehr so intakt. Vor allem, wenn ich da mit einer Schrotflinte drauf schieße. Oh, der sah jetzt nochmal überrascht aus, nachdem er seine Haut verloren hat. Oder im Prozess des Hautverlierens war. Das sah ein bisschen seltsam aus. So, schlechtes Fell ablegen, aber wir haben zumindest mal einen Puma dem Kompendium hinzugefügt. Wo ist denn mein Gaul? Komm hier. Ja, kommt, du Papa. Kriegst einen schönen Zuckerwürfel, wenn ich einen hätte. Ich glaube, ich habe nur diese wenig schmackhaften Haferplätzchen. Ja, davon kannst du vielleicht eins haben. Eine Möhre. Ja, Haferplättchen. So. Jetzt ist die Frage. Zug überfallen. Dafür muss ich einen Ölwagen stehlen. Und da steht immer noch einer in Valentine rum. Das ist relativ praktisch. Sonst muss man bei Cornwall einbrechen und das geht meistens für die anderen Leute relativ tödlich aus, weil ich bin schlecht im Schleichen. Ich bin wunderbar im Chaos veranstalten und Kopfgeld bekommen. Kann man nicht einfach da oben hoch? Luftlinie zu reiten ist doch manchmal einfach angenehmer. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin zufrieden mit der Wegwahl. Sein irgendwas geht noch schief. Jagen könnte man theoretisch auch noch. Ist das der Typ, der sein Haus hier baut? Ja, ist es. Sieht ja schon weit fortgeschritten aus. Servus. Hey there. How's it going? Well, it ain't going at all. Warum nicht? Sieht doch gut aus. We're about ready to call it quits, to be honest with you. Listen, I... Mein Pferd kackt hier nur, okay? I hate to ask, but... Is there any way that you could help us get the supplies that we need to finish? Bestimmt. Well, I ain't promising nothing, but I'll see what I can do. There's a logging camp over in Big Valley, pretty much straight west of here, that might have lumber for sale. At least we don't have to work now. Okay. Müssen wir mal auschecken, aber erst wenn ich Geld hab. Jetzt müssen wir einen Wagen stehlen. Und dann werden die Leute wieder rufen, wie kann ich es wagen? Und ich sag, ich mach sowas einfach. So, wo steht er denn? Ah, direkt da. Müssen wir noch kurz warten. Ist ja hier alles voller Menschen, die mich beobachten. Das ist nicht gut. Ganz schöne Schafgeräusche da drin. Ich glaube, das ist ein Pferd oder eine Kuh. Kann ich den einfach ausschalten? Hey, das ist jetzt nicht gut. Ich will da hoch. Hey, what the hell? Who
Ich bin ein maskierter Räuber, du wirst niemals meine Identität... Lass das. Lass das! Nicht auf den Ölwagen damit. Au. 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 Oh nein, ich lecke. Ich lecke. So ein Mist. Ha, ich glaube, der ist nicht mehr gut. Ich habe doch nur mein Pferd gerufen. Wieso stürzt er sich vom Wagen? Arthur, kannst du das Leck stopfen? Oh je, gleich zwei. Naja, der Umwelt tut es definitiv nicht gut. Aber noch zählt das als Missionserfolgreich-Fahrzeug. Solange es jetzt nicht hochgeht. Soll ja eh nur zur Abschreckung sein. Braucht bestimmt kein aktives Öl drin. War das richtig, hier hochzufahren? Ja. Ich glaube schon. Ein Glück können die Verfolger mich nicht identifizieren. Ich hinterlasse jetzt keine Spuren. Oh je, oh je, oh je. Naja, irgendwann hört schon auf zu tropfen. Vielleicht sollten wir uns einfach einen neuen klonen. Aber... was das Spiel nicht heiß macht, beziehungsweise was das Spiel nicht weiß, macht es nicht heiß. Noch lecken wir, aber ich glaube, eins hat schon aufgehört. Ist das nicht praktisch? So unauffällig. Was für ein Scheiß. Der muss auch mit Schrotflinten auf das Öl verschießen. Geht ja gar nicht anders. Hätten wir alle bei sterben können. Nicht nur ich. So, schnell zum Missionsmarker. Das repariert sich dann auf magische Weise selber. Was haben wir denn hier für ein Haus? Da hat's coole Ziegen. Interessant. Vielleicht sollte man noch durch einen Fluss fahren. Dann ist die Umweltkatastrophe komplett. Aber wir können zumindest teilweise unsere Spuren vermischen. Verwischen. Aber auch nicht wirklich. Na gut. Der Wagen ist noch intakt. Ich akzeptiere das jetzt mal als gegeben. Ich... ja. Ja, ja. Das halten die alten Ölwegen aus. Der ist ja vor allem nicht mehr prall gefüllt. Das geht schon in Ordnung. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Wir müssen noch eine kleine Strecke zurücklegen. Obwohl, ich glaube... da sind wir schon da. So, abstellen und dann die Goldmedaille einsacken. So. Hier kann er ja auslaufen. Mensch, ich scheiße aus. Ich sollte nochmal in den Fluss reiten. Ja, ja, schön, Tierchen. Wenn man mir auf den Arsch legt, hau ich nicht einfach ab. Ich glaube, vor uns ist ein Stall. Den können wir auch besuchen. Hey, wieso nur Bronze? Ah, ich war zu langsam. Ganz eindeutig. So, dann können wir hier, glaube ich, ein bisschen was looten. Will ja nicht mehr so viel rumrennen. Ein Kommentar hat schon relativ richtig gesagt, dass ich da ein bisschen wie ein Vollidiot rumrenne. Ja, das ist in dem Spiel... Immersion ist definitiv größer, wenn man es gescheiter spielt, aber irgendwie ist es bei mir so drin. So, Baldrianwurzel. Die Bananen sehen eigentlich noch ganz gut aus. So sehen meine auch aus daheim. Das heißt, vor einer Woche hat die ungefähr jemand gekauft und dann hier im Schrank liegen lassen. Ein Zigarettenbild, her damit. Ja. Ist nicht wirklich proportional und das Dosengemüse ist auch nicht proportional, aber das nehme ich trotzdem mit. So, dann haben wir zu unserer Rechten nichts, aber hier haben wir einen Nachttisch. Noch ein Schublädchen und nochmal Premium-Zigaretten, wunderbar. Zigarettenbilder-Set Weltmeister, wunderbar. Und nichts drin. Schade, ich dachte, hier wäre immer mehr Loot drin gewesen. Vor allem dann oben noch im Kamin. Scheint aktuell nicht so zu sein. Na gut, dann rauf auf das Pferd. Dann schauen wir noch mal kurz beim Stall vorbei, was die uns so anbieten können. Ah, Pferd halt an. Wo ist mein Warmintreifel? Warmint!
Aha. Mal was getroffen damit. Ein Waschbär. Tut mir jetzt leid für den, aber den können wir ja auch zum Kompendium hinzufügen. Der ist auch noch relativ gut. Vielleicht mache ich eine Mütze draus. Kannst du es ihm doch nicht einfach über die Ohren ziehen? Ja, anscheinend schon. Rein in die Tasche damit. Let's go, girl. So. Eine Kutsche, aber keine gute. Schade, sonst hätte ich die vielleicht geklaut. So. Wir müssen eh noch kurz zur Emerald Ranch. War da hinten ein Event? Keine Ahnung. Hab's nur so weiß aufploppen sehen. Erstmal in den Stall. Will nämlich wissen, was die hier für eine Auswahl für uns haben. Pferde kaufen. Nur der Ardenner. Okay, den mag ich gar nicht so. Ist zwar ganz ordentlich, aber so von der Fellfarbe nicht mein Pferd. Na gut, dann müssen wir einmal in die Emerald Ranch und dann können wir eigentlich die Mission annehmen mit dem Zugüberfall. Wenn nichts anderes dazwischen kommt. Da hinten ist sie ja, brauch ja gar keine Wegpunkte mehr, das ist fantastisch. Wieder ein wunderbarer Tag in dem Spiel. Ja, die Frage, wollen wir uns noch ein bisschen was zu essen schießen? Wo ist denn... Also mit R... Ein Binokular! Der ist nicht gut, der ist nicht gut. Mensch, was ist mit der Qualität unseres Wilds passiert? Die sind so weit weg, schade. Ich will doch nur einen Weißwedelhirsch mit 3 Sternen. Hier könnte man noch was pflücken, mehrere Sachen sogar. Das ist ein Fuchs, aber kein Rotfuchs. Vielleicht treffen wir den auch. Warmend. Oh, wir probieren's. Ich gebe mein Bestes. So, Leute, das ist mein Bestes. Bleib doch einfach liegen. Wie oft willst du noch aufstehen? Aha. Beim ersten Versuch. So, dann untersuch mal das kleine Ding doch mal einmal häuten. Hab ein paar mehr Schüsse gebraucht, als ich gehofft habe. Pferd sieht richtig cool aus in der Lichtstimmung. Bin froh, dass ich das geklaut habe. So, was habe ich hier? Fuchsfell schlecht. Wie ist das passiert? Dann leg's mal ab. Dankeschön. Und schwing die Hufe, Arthur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen jetzt noch zu Seamus ein bisschen Gold verkaufen. This is a tight ranch. Folk here got no time for masks. Welcome back, mister. Ja, ja, verkaufen. Oh, you got something for me? Ja, einen großen Goldbarren. Haben wir sonst noch irgendwie was? Zutaten, nö. Materialien, nö. Wertgegenstände, nur den Stift. Na gut, danke fürs Geschäft. Come on, girl. Dann zurück ins Camp, würde ich sagen. Beziehungsweise müssen wir da die Mission annehmen. Ich schätze mal. Ja. Einmal zu John. Hey, wird Luftlinie reiten. Weiß nicht, warum ich jetzt einen Marker gesetzt habe. Brauchen würde ich ihn nicht aktiv. Ah, auch kein guter Weißwittel. Weißwittelhirsch. Weißwedelhirsch. Das ist eigentlich, was ich sammeln kann hier. Oh, sorry. Hab's heute nicht so mit dem Waffenrad. Irgendwas ist das doch. Ist das wieder die Tabakpflanze? Nee, das sind Beeren. Was sind das für Beeren? Klabusterbeeren? Himbeeren, okay. Da hinten ist ein Lager. Das lassen wir aber erstmal in Ruhe. Komm schon, wird doch hier irgendein Hirsch 3 Sternchen haben. Wünscht, die Distanz wäre irgendwie länger. Der nicht, der nicht. Wieso seid ihr denn so schlecht gerade? Der 3. Oh, Arthur. Jagen will geübt sein.
Na also. So, und noch schön im Busch versteckt. Da sehen wir gar nichts, was wir an der Angel haben. Ja. So, Pferd gerufen. Will das nicht so weit schleppen. Was du heute häuten kannst, verschiebe nicht auf morgen. Irgendwie ging der Spruch so. So. Haut ist manchmal ja auch einfach nur lästig. Ein perfektes Hirschfell auf meinen Pferdearsch. Nicht fallen lassen, Arthur. Ich drück die falschen Tasten. Weiß nicht, was los ist. Vielleicht hat mich das Formel-1-Rennen gerade so schockiert. Oder zum Schlafen gebracht. Ah, so schlecht war es gar nicht. Und einmal verstauen. Und jetzt braucht man noch den Bock. Ja, ist er ja. Ah, werden sich die Leute im Camp mal freuen, dass er das gute Zeug bekommt. Jo. Und ab durch die Mitte. Oh, da ist auch ein Lager. Ich hoffe, das sind keine O'Driscolls. Nur für den Fall nehme ich mal eine Waffe raus. Ah, nee, das ist, glaube ich, die Ziegenfarm, wo wir gerade vorbeigegangen sind. Hier ist ein Grab. Glaube. Das können wir untersuchen. Also zumindest den Baum. Warum auch immer. Ist ein Okia-Baum, würde ich sagen. Ich kritzel. Ja. Gut. Oh, Waffe im schlechten Zustand. Das geht aber nicht. Reinigen. Wie ging das nochmal? Mach ich doch. Mittlere Maustaste. Reinigen. Also so schlecht ist der Zustand gar nicht. Oh. Okay, war doch. War doch ein bisschen verdreckt. So. Nicht Perspektive wechseln. Ich will einfach nur zurück. Die Waffe ist jetzt wieder schussbereit. Dann treffe ich auch mal was. Hab mich schon gewundert, warum ich so schlecht im Zielen bin. Es lag einfach an dem zusätzlichen Dreck der Waffe. So. Dann jetzt aber schnurstracks ins Camp. Kann eh nicht mehr Wild aufnehmen. Zumindest nicht, wenn ich das nicht auf meinen Schultern tragen möchte. Was ist das für ein Wagen? Leerer Gefängniswagen. Sieht zumindest ein bisschen so aus. So. Haben mich ja bald geschafft. Dann wird es endlich Zeit, ein bisschen mehr Geld zu machen. Mal wieder einen Zug auszurauben. Heißt hier nicht umsonst Raubzug. Ach, eigentlich eine sehr schöne Nacht. Schöner Sternenhimmel. Ich glaube, damals war die Lichtverschmutzung auch noch nicht so wild. Ja, ist ja gut. Der sah nicht so reich aus. Und das Pferd sah auf den ersten Blick auch ein bisschen besser aus. Hab mich dann dagegen entschieden, ihn einfach auszurauben. Ich weiß, ich werde ein bisschen weich. Früher hätte ich den niedergestochen und all sein Geld genommen. Und sein Pferd. Dann hätte ich das Pferd verkauft. Ich. So. Oh, wir haben sogar einen Raubüberfall im Camp. Also, wir können mit einem auf den Raub zu gehen. Aktuell ist es gesperrt, aber. Ja, sind die nicht schön am Spielen. Aber Fleisch habe ich dabei. So, Pearson. Wieso bist du nie hier, wenn man dir was spenden will? Ja, hier. Wolfsherz behalte ich mal und Großwildfleisch. Hier ein bisschen Puma in einen Topf. Schmeckt bestimmt gut. Ich will nicht pokern, ich will mich kurz aufs Fressbrett legen. Beziehungsweise ich will einfach kurz schlafen gehen. Ich sehe viel besser, wenn es morgens ist.
und ich krieg mal 8 Stunden Schlaf. Das ist hier fantastisch. Aber auch ein schönes Lied, das sie da summen. So, jetzt ist die Frage, mach mal den Raubüberfall vielleicht noch zuerst, weil je nach Storyfortschritt verschwinden die auch einfach wieder. Das fände ich nicht so gut. Naja, wird er jetzt angezeigt? Nö. Vielleicht ist er jetzt auch schon verschwunden. Okay, Charles ist beim Jagen, aber der andere ist gerade nicht da. Hallo, kleiner Mann. So, dann wollen wir mal einen Zug überfallen. Wird Zeit. John, let's get on. Good. And you? Oh mein Gott, ich muss mich waschen. I think we need another man. Nach der Mission. Charles, I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you, Arthur. Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Ich bin doch gerade vom Wagen hierher geritten. Hier muss ich wieder zurückreiten. Was ist denn das A da? Das bin doch ich. Who did you call a goddamn drunkard? Na, willst du? Was will ich? Hi, Arthur. Ah, Abigail ist es. What is it? Can I ask you a favor? Vielleicht. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Das stimmt. Ich glaube, das ist John. Okay. Thank you. Na, Angel. Glaub, jetzt lern mal zu angeln mit unserem kleinen Freundchen. Ich versuche vernünftig zu laufen. Wie gesagt, ich bin eher ein Sprinter. Nicht in der Realität, aber im Spiel. Und in der Liebe. Das ist ganz wichtig. So. Ja, Wegpunkt mache ich mal weg. Verwirrt mich eher. So. What you up to? Playing. Mein Spielshooter. I guess. Stöcke und Erde. Fishing? Sure, you're right. It's about time that you started to earn your cape. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Wunderbar. So. Während der seine Angel holt. Ah, die liegt ja schon da. So, rauf mit dir. Ich glaube, ich brauche einen Hocker. Ja. So verstaut man doch keine Angel auf dem Pferd. Okay, hochziehen geht natürlich auch. Da, wo es Fische gibt. Shouldn't go too far from camp. Oh, okay. You feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. You're a brave kid. So, just like you. Well, I don't know about brave. I ain't much of a kid no more. Though your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. Been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, where's the what? This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well... We'll see. Got fish to catch first. All right. This looks as good a spot as any. Ja, schöner Spot. So, runter mit dir und runter mit mir. Hab ich überhaupt eine Angel? Where should we stand, Uncle Arthur? Sure. Come on, follow me. Ich würde sagen, ich gehe ganz kurz ins Wasser allein. By the
damit ich abgewaschen werde. Und dann komme ich zurück. Man kann die Mission ja auch mal nutzen. Ja, ich auch nicht. Ich muss nur einmal kurz richtig doll pissen. Komm schon, duck dich. Ja, also, das zählt als ein Bad genommen. So, hier ist doch gut. Dass ich sauber werde. Eine Route, her damit. Ja, das Gesicht ist noch nicht gewaschen. Und Käse. Na gut, Käse. Da sollte er von meinen Füßen ran. Und Feuer! Ach, ich bin so ein guter Angler. That's it. Good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. Something's tugging at your rod, Uncle Arthur. Ich hab ihn. Fish on the line. Pull him in. Wie? Ach. Leertaste und R. Den krieg ich hin. Boah, das ist bestimmt ein ganz großer. Das ist ein Riesenfisch. Bestimmt so ein 4-Tonnen-Wels. Mindestens 5. Naja. Man kann sich ja irren. Look, Jack, it's a bluegill. It's almost as small as you. We should really throw these smaller ones back. Give him a chance to grow up a bit. Au. Sorry, falsches Ding gedrückt. Fisch ist Fisch. So. Can I take a break from fishing? I want to make something. Okay. Okay. Na, du hast ja noch gar nicht gefischt. Na, dann lass den Onkel noch mal ran. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right Sehr back. Gut. Rauch sie nicht. Ich bin so ein guter Onkel. Komm schon, beiß an. Wunderbar stinkender Käse. Boah, also der ist jetzt mindestens ein Kilo schwer. Nein, schnell und nicht steady. Boah. Was bist du denn für eine Aus- und Lütterding? Zurückwerfen, also der war noch kleiner. So, Käse hier. Und dann. You gotta stick at things, Jack. I know. Fishing sure is boring, Uncle Arthur. Ist entspannt. Yeah, I know. Boring as hell. But then. Something happens. Mm-hmm. You can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit and wait. Auch ich mag angeln eigentlich. It's good for you. It's good for you? I guess. Komm schon. I like the look of that spot. Ein ganz wilder. Ein ganz wilder. Oh. Hat aufgehört, wild zu sein. Oh, der ist größer, oder? Im richtigen Winkel? Naja, behalten. Jo. Hey, look at this. Oh, das ist schön. Necklace? For Mama. Sure. What a fine young man. And in such complex circumstances. Uh-huh. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Yeah. Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vander Lyn's most trusted associate. Anwesen? Miles, typical case. Orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Yeah, das bin ich. Agent Ross, Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government.
Nice, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre erfreut. You're a wanted man, Mr. Morgan. It's $5,000 for your head alone. $5,000 for me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Nein, unmöglich. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn. You have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent. Milton. You see, I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. Ganz ruhig. You enjoy ganz being ruhig. A rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good ja, day, und ich stell sicher, dass die anderen goodbye. Eher das früher. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Na, ist ein klein da raus. No one to worry about, no one at all. Come on, let's pick up your things and get home. Mensch, da sind die aber ganz nah am Camp hier schon. It's getting late, Jack. Your mother will be worried. Let's head back. Vorsicht, nicht in die Pferdekacke stapfen. Das passiert mir sonst immer. Okay, my girl. So. Na, hopp. Hopp, kleiner Mann. Jo. Why did you lie about where Uncle Dutch is? Because, well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why you got all of us to protect you from folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. But did you like fishing? It was okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Ja, aber generell mag ich das Angeln in dem Spiel auch sehr gerne. Eins der besten Implementationen von Angeln. Obwohl, ich mochte es auch von Far Cry 5. Das hat mir auch gefallen. Das war auch so ziemlich das... da gab es nicht so viele andere positiven Aspekte. Ja, schlecht war es nicht. Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. Gern geschehen. Hi, we Dutch. Got a problem. What? Doch. I just met some guys out near the river. A fella named, Milton and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train and they know we're here. Well, you followed back here. No, they know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? Gute Frage. Die werden Zug überfallen. I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains.
We just need to stay calm. Ja, gut. Das liegt mir doch. Nee, gut, aber ich würde tatsächlich sagen, nach der Episodenzeit reicht das leider nicht mehr für den Zug. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin.